Guys, hello. Also, wir schauen uns mal den besten Performer an heute in meinem kompletten Depot. Und da sind wir sage und schreibe mit über 62% im Plus. Einkaufspreis sage und schreibe 112%. Ich glaube, der Kauf bei mir hat er irgendwann mal, wann hat er der stattgefunden? Ich glaube, im Herbst letzten Jahres. Und dann sind wir damit dabei geblieben, trotz dieser Corona-Krise. Und das hat sich natürlich ausgezahlt. Ist halt einfach so, weil ich habe mir gedacht, ja, online bezahlen, ne? Also letztendlich all diejenigen, die halt bei Amazon und so weiter einkaufen. Vermehrt einkaufen, werden jetzt auch vermehrt Visa, Master und PayPal benutzen. Und deswegen bin ich da mit einer mini kleinen Position mit dabei geblieben. Muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht den Mut, da mitten in der Krise da große Investitionen zu tätigen. Auch nicht in meinen längerfristigen Depots, weil also das hätte ja auch ganz, ganz anders ausgehen können. Ja, also noch viel, viel krasser und böser. Und viele behaupten ja, jetzt kommt noch mal eine zweite Welle, noch mal eine dritte Welle, was weiß ich, was da noch kommt. Aber also ich bin auf jeden Fall zufrieden. 62% insgesamt innerhalb eines halben Jahres oder eines Jahres, wie man es auch jetzt auch nennen mag. Also geht eigentlich nicht besser. Ist mein Best Performer. PayPal, wie gesagt, besser wie Microsoft. Ja, letztendlich gelaufen und bin zufrieden.